Welcher Österreicher kann von sich behaupten, mit einem Mitglied der Beatles, mit einem Mitglied der Rolling Stones und mit unzähligen anderen Superstars auf der Bühne gestanden zu haben? Einer kann es jedenfalls, Andy Lee Lang. Heute gibt's im Machfelderhof ein Best-of des Ausnahmekünstlers, vom Rock'n'Roll zur Operette. Ja, und vorab haben wir mit ihm ein bisschen geplaudert und wie man Andy Lee Lang kennt, hat er natürlich einiges zu sagen. Was glaubst du, was ist dein Erfolgsrezept? Ich war, glaube ich, immer authentisch. Ich habe natürlich verschiedenste Produktionen gemacht, verschiedene Shows, verschiedene Stilrichtungen, aber immer nur das, was ich wirklich unterschrieben habe. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich mehr Geld verdient, wenn ich irgendwann einmal gesagt hätte, ich mache deutschen Schlager oder volkstümlichen Schlager. War aber nie meins und ich hätte es auch nicht verkaufen können. Und ich glaube, Authentizität ist schon was ganz Wichtiges und nur so holst du Leute ab, nur so erzeugst du Emotionen, was für mich ganz wichtig ist, egal ob jetzt positive Energie oder Tränen, ist immer schön, wenn man das geben kann den Leuten und ich glaube, das ist mal, abgesehen von fleißig arbeiten und viel arbeiten, sind das die Grundfaktoren, die man tun muss, um lange erfolgreich zu sein. Was hat er denn, was die anderen nicht haben? Der Andy ist halt auch einer, der in Amerika war, der sich angeschaut hat, wo ist der Rock'n'Roll zu Hause? Er hat in Las Vegas gesungen. Der hat wirklich die Roots gesucht, hat sie gefunden und hat es dann geschafft, eigentlich den Rock'n'Roll wirklich hierher zu transportieren, authentisch mit der Energie. Und er hat ja Energie, dass die Dirne zugeht. Ja? Und also das ist wirklich bewundernswert. Dass er sich jetzt vom Rock'n'Roll verabschiedet, glaube ich nicht. Er ist menschlich ein ganz Lieber. Er ist ehrlich, er ist lustig und er ist einfach trendy Andy Lee. Ich bin stolz, dass ich sein Freund sein darf und er auch zu meinen Veranstaltungen kommt und immer auftritt und so weiter, weil es ist schon eine Ehre und das ist wirklich ein Star. Dass man sich eben so lange in der Branche halten kann, da gehört schon einiges dazu. Er ist sympathisch, er hat eine mega Stimme und er macht einfach eine mega Stimmung auch. Also nicht nur die Stimme, sondern auch die Stimmung. Und das, glaube ich, zeichnet das Ganze aus bei ihm. Und darum freue ich mich heute schon wieder. Zu einer der wenigen, glaube ich, oder überhaupt der einzige Österreicher. Du bist mit einem Mitglied der Beatles auf der Bühne gestanden und mit einem Mitglied der Rolling Stones. Ich darf davon ausgehen, das waren so ein paar Highlights. Was waren denn sonst noch so deine Highlights? Ja, zwei Europa-Tourneen mit Chuck Berry logischerweise. Es waren Arbeiten mit Wanda Jackson, mit Fats Domino, mit Jerry Lee Lewis, meinem allerersten Vorbild, mit den deutschsprachigen Legenden Peter Kraus, Bill Ramsey, Gus Backus, wie sie alle heißen. Ich habe heute nachgeschaut, damit ich keinen Blödsinn sage. Es waren über 70 an der Zahl und ich glaube mit über 65 waren es teilweise im Studio auf der Bühne. Und die haben sich gefreut, also Junge, deren Musik macht. Das war damals mein Glücks Hufeisen, wenn wir schon im neuen Jahr sind, die mir das ermöglicht haben und glücklich waren, dass da ein Junge gekommen ist, der die Musik gemacht hat. Der Andy ist ja bekannt dafür, dass er sehr ehrlich ist, sehr direkt ist, aber auch sehr authentisch dadurch. Glaubst du, ist das auch so ein bisschen ein Erfolgsrezept von ihm? Ja, natürlich. Also Ehrlichkeit gehört im Leben natürlich immer dazu. Deswegen, wenn man immer seine ehrliche Meinung sagt, dann ist das für andere Menschen natürlich auch etwas, woran man dann arbeiten kann. Und ja, konstruktive Kritik sollte man annehmen. Und da ist der Andy auf jeden Fall ja, sehr ehrlich und das kann man dann positiv entgegennehmen. Du würdest dir das eigentlich auch von viel mehr Künstlern noch wünschen, dass sie sagen, was Sache ist oder wie sie das sehen? Prinzipiell würde ich es mir von vielen, nicht nur von Künstlern, sondern von vielen mehr Menschen wünschen. Nur ich verstehe es, dass man es nicht macht, weil man verkühlt sich heute sehr schnell in Sachen Political Correctness oder wie auch immer es bezeichnet wird. Genauso ist es bei den Klimaklebern. Das hat jetzt nichts mit dem Klimawandel zu tun, den es gibt. Das braucht man nicht verleugnen, aber sie deppert auf die Straßen picken, ist einfach ein Ding, wo ich Leute bestraft, die gar nichts dafür können. Biegt euch vor die ÖMV, biegt euch vor keine Ahnung.
Da verstehe ich es, aber noch lieber werden mir pflanzt Bäume und bringt es noch mehr. Was sind denn so deine privaten Wünsche fürs neue Jahr? So, nachdem sehr viele Kollegen von mir im vergangenen Jahr, die wesentlich jünger waren, als ich umgefallen sind oder mit Schlaganfall oder Aortaris oder sonstiges, Herzinfarkt mit 48, ich mag eigentlich nur halbwegs gesund bleiben und meinen Job weitermachen dürfen, aber man soll das Leben nicht vergessen, weil es macht Klick und du bist weg.